Hallo, meine lieben Freunde, seid herzlich gegrüßt. Ja, es ist wieder 11 Uhr am Samstag und da heißt es wieder, alte Liebe rostet nicht. Ja, ich habe mich entschieden, das Projekt nicht sterben zu lassen. Hätte ich einfach nicht übers Herz gebracht, muss ich sagen. Und habe mir viele Gedanken gemacht, wie machst du das weiter, hin und her. Und habe gesagt, okay, wenn, dann fängst du auf der Map vom LS22 frisch an. Es gibt ja mittlerweile auch schon doch einige Oldie-Mods, hätte ich gar nicht gedacht. Hab da doch vieles gefunden. Es ist noch nicht alles da. Manches ist auch, ja, sag ich mal, ein bisschen moderner oder, naja, ihr werdet schon sehen. Aber so nach und nach, denke ich, werde ich das schon hier noch gebacken kriegen und noch entsprechende Technik anschaffen. Jo, und der einzige, der mir hier geblieben ist auf der Map, ist eigentlich der Hund. Es ist auch nicht der Hund aus dem 19er. Der ist leider gestorben, sondern das ist ein neuer. Und ja, habe ich überlegt, wie nennen wir denn den? Und da es kein Siggi mehr auf der Bank gibt, ist mir eingefallen, du wirst Siggi heißen, mein Freund. Tja, nun ist er ganz aufgeregt und zittert hier. Ich sag mal so, Hauptsache er macht sich nicht seinem Namensvetter alle Ehre und sitzt auch bloß den ganzen Tag auf der Bank. Bier wird er hoffentlich auch keins trinken. Also, Siggi ist jetzt der neue Hofhund. Und ja, ich würde sagen, Map-Vorstellung habe ich gemacht, haben vielleicht viele gesehen, viele kennen auch die Karte. Von daher möchte ich jetzt nie unbedingt über den Hof nur laufen und alles nochmal zeigen. Ich will einfach mit der Arbeit beginnen. Und auch die Fahrzeuge, die werden so nach und nach gezeigt. Mein erster Schlepper, mit dem ich mich heute bewegen werde, ist hier der kleine Porsche Diesel. Und den schmeißen wir jetzt mal an. Zum Anfang habe ich jetzt auch bloß Hühner und Schafe auf dem Hof. Und die Schafe müssen natürlich erstmal was zu fressen kriegen. Soll heißen, die Wiese hinten, die es auch im 19er schon gab, die langgezogene bei Feld 4, Feld 5. Dort habe ich einen Helfer draufgesetzt mit dem Mähbalken. Ich hoffe einfach mal auch, dass das funktioniert, weil die ja keine Nummer hat. Und das soll jetzt geschwadet werden und Schafe gefüttert und der Rest geht ins Fahrsilo. Da macht man dann Silage, um später mal Kühe züchten zu können. So. Und jetzt tuckern wir mal mit dem kleinen Porsche hier hinter. Ich habe natürlich wieder nichts auf der Glatze, weder eine Mütze noch einen Strohhut noch sonst was, merke ich gerade. Die Sonne knallt. Gibt eine schöne rote Rübe. Ja, bin irgendwie heilfroh, wieder angefangen zu haben, weil ja, alte Liebe, das ist mein Herzensprojekt und das will ich. Kann ich nicht einfach so dahin gehen lassen. So, da hinten sehe ich auf jeden Fall noch einen Schlepper vorn, das ist gut. Boah, uiuiui. So, wie kommen wir denn jetzt dahinter am dümmsten? Da hat er ja doch einiges geändert hier. Fahren wir hier durch, zwischen den Feldern. Hier ist eh noch nichts drauf. So, oh, der Helfer macht das ja recht ordentlich, hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Ja, das sieht gut aus.
Aber das ist doch nicht der Helfer, den ich eingestellt habe. Das Gesicht kenne ich doch. Mensch. Hallo René. Holger, grüße dich. Hallo René, hallo zusammen. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Ich habe den Helfer weggeschmissen, der hat nichts getaucht. Ja, wollte schon sagen, hier, das sieht ja so ordentlich aus. Ich wollte schon den Scheinshelfer loben. Ja, super, ne? Das ist ja schön, dass du wieder da bist. Ja, bin dabei. Bei der alten Liebe habe ich gesagt, das geht nicht ohne alte Liebe. Ich bin dabei. Genau so ist es. Ja. Und ich meine, vielleicht haben es auch die einen oder anderen gemerkt. Ne? Ich habe jetzt ja versucht, wir wollten euch ja überraschen mit der ganzen Sache. Ne? Und ich habe jetzt nur versucht, da ein bisschen abzulenken, aber ich glaube, es ist mir nicht so richtig gelungen. Ich denke, die richtigen Fans, die werden schon gedacht haben, na, wenn da mal nicht der Holger irgendwo auftaucht. Nee, ja, freue ich mich und ich denke, da spreche ich auch für alle anderen Zuschauer, die alte Liebe regelmäßig gucken, die werden alle sagen, schön, dass der Holger wieder mit am Start ist. Also, ich bin happy. Ja, ich freue mich auch, dabei zu sein. Und wie gesagt, also, es war eine Auszeit, die Auszeit ist vorbei, aber wie gesagt, es wird, ne, das haben wir auch so gesagt, bei der alten Liebe bleiben. Ja. Für das andere ist leider keine Zeit. Und aber ich habe gesagt, komm, mein Freund, ich lasse dich nicht hängen. Ja, macht ja auch Spaß mit den alten Schleppern und dann kriegen wir das hin. Das ist schön. Ja. Super. So, und jetzt habe ich richtig Bock auf Arbeiten. Lass uns weitermachen. Genau. Quatschen kann man nebenbei noch, das sind wir ja gewöhnt. Lass mal die Spiele beginnen. Genau. Auf geht's. So, auf geht's, genau. Ich werde mich jetzt hier, wie gesagt, mit dem Bandrechen an die Arbeit machen. Aber wir hatten ja, oder wir hatten uns ja unterhalten darüber und wir hatten überlegt, ne, wie du schon gesagt hast, ne, machen wir es jetzt im 19er weiter oder nicht. Dann haben wir ja gesagt, nee, wenn wir dann starten wir auf dem 22er. Genau so ist es. Ja. Ja. Ich meine, wir haben eine super Grundlage. Die Karte ist wunderschön geworden, finde ich. Und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, es gibt ja doch schon jetzt eine ganze Menge Ultimods, ne? Und ja, da haben wir gesagt, einfach wenn, dann machen wir am 22er los. Und man hat eben von Anfang an nicht alles, dass wenn noch was dazukommt an Mods, hat man eben auch wieder was Neues zu zeigen. Eben. Naja, und wie ich vorhin schon eingangs erwähnte, es ist noch nicht alles perfekt. Muss es auch nicht sein. Es wird nach und nach, denke ich, noch einiges dazukommen, wenn die Modder uns nicht im Stich lassen. Auch immer nicht. Den größten Teil von unseren Anbaugeräten haben wir ja aus diesem Porsche-Pack. Da gibt es eins. Fragt mich jetzt nicht, wo ich das runtergeladen habe. Ich glaube bei Forbidden Mods. Und ja, da ist eigentlich alles dabei, was du brauchst. Ne? Ob das ein Pflug ist, ob das ein Düngestreuer ist. Das ist schon mal super. Das Einzige, was fehlt, ist was zum Häckseln. Ne? Ja, genau, einen alten Häcksler. Aber vielleicht hat ja einer von euch noch eine Idee, wo wir sowas finden könnten. Wir haben ja bestimmt 8 oder 10 verschiedene Modding-Seiten besucht. Da war nix. Ja, Häcksler und was fehlt denn noch? Ein Roder, ne? Für ein Kartoffelroder. Wobei, hatte ich dir ja vor der Aufnahme gesagt, ich habe einen gefunden, habe aber noch nicht getestet. Bei Simmots habe ich den gefunden. Wie der funktioniert, ja gut, schauen wir mal. Den werden wir, denke ich mal, mit auf den Server machen und werden es einfach mal austesten. Ja. Weil das Ziel ist ja doch später wieder, dass wir die, also die Tiere, die es wirklich am Hof doch wieder besitzen werden. Richtig. Aber eben halt so nach und nach. Genau. Deswegen erstmal bloß Schafe.
und Hühner. Die machen schon genug Arbeit und verlangen Futter, ne? Ja, das nicht wenig. Eben. Aber das ist ja das, was wir eigentlich schon immer gesagt hatten. Ne? Das hatten wir uns ja gewünscht, dass im 22er die Tiere mehr brauchen. Und jetzt wissen wir nicht direkt, ob der Yogi hier bei dem Pack von Bernie, diesem Hofpack, vielleicht doch die Futtermengen angepasst hat, ob das möglich ist. Bei Standortstellen ist es ja, glaube ich, nicht möglich, sagte der Lars mal zu uns. Ne? Mhm, genau. Ja, aber ich möchte aber auch, ich hatte das mit René vorher abgesprochen, kurz in eigener Sache noch irgendwie was loswerden. Und zwar hat das jetzt hier mit der alten Liebe eigentlich recht wenig zu tun. Es geht einfach darum, seitdem wir, ich und das Team, sagen wir es mal so, gesagt haben, wir brauchen erstmal eine Auszeit oder wir möchten im Moment nichts mehr machen, habe ich ja auch, wo ich mich auch sehr darüber gefreut habe, muss ich sagen, sehr, sehr viele Privatnachrichten gekriegt mit Anfragen auf, auf Projekte, ob ich nicht mit den Leuten zusammen Projekte starten möchte, etc. pp. Und ich denke mal, ich sage es jetzt einfach mal, oder wir sagen es jetzt einfach mal zum letzten Mal, wir sind nicht im Streit auseinandergegangen. Gottes Willen, wir haben uns nicht gekebbelt oder gestritten oder sonst irgendwas, wir sind auseinandergegangen oder wir haben aufgehört, weil es einfach zeitlich nicht mehr passt. So, und Leute, seid mir nicht böse, aber ich höre jetzt hier, ich spreche jetzt nur von mir, nicht bei René, bei den Projekten auf und fange bei anderen dann an. Also das gibt es bei mir nicht. Wenn ich aus zeitlichen Gründen aufhöre, dann gilt das generell, weil ich höre jetzt nicht bei René auf und fange jetzt bei den Nächsten wieder an. Also das gibt's bei mir nicht. Ne, also verzeiht's mir bitte und bitte keine Nachrichten mehr in diese Richtung. Ich habe mich jetzt überwunden, was heißt überwunden? Mir fehlten die alten Maschinen auch und habe jetzt gesagt, okay, ich nehme diese Zeit, mache mit René alte Liebe und dann ist auch wirklich gut erstmal. Ja? Also nochmal, bitte verzeiht es mir. Wie gesagt, wir sind nicht im Streit auseinandergegangen, sondern es passt einfach aus privaten Gründen zeitlich gerade. So, jetzt möchte ich auch einen Punkt hintersetzen und hoffe auch, dass das damit jetzt gut ist. Ja. Ja. Ich würde auch sagen, wir lassen das jetzt einfach so im Raum stehen. Du hast eigentlich alles gesagt, was du sagen wolltest. Genau. Und ja, wir oder auch du und auch Lars habt ihr alle gesagt, wenn sich irgendwann wieder eine Änderung ergibt, dass mehr Zeit ist oder, wärt ihr ja auch generell ja bereit, wieder mehr zu machen. Und ich habe auch im Gegenzug immer gesagt, meine Tür steht euch immer offen. Und dazu stehe ich auch. Also, und damit würde ich sagen, lassen wir das jetzt so gut sein. Du hast deinen Standpunkt auch vertreten. Und jetzt genießen wir erstmal die neue Karte hier zusammen, denke ich. Wir genießen die alte Liebe, wir genießen die neue Karte, wir genießen LS22 und wir genießen die alten Maschinen, Anbaugeräte und die schönen Unterhaltung. Genau. Schöne. Und den Siggi können wir jetzt vielleicht auch genießen. Ja, wir sparen eine Menge Bier, würde ich sagen, jetzt. Ja, wie gesagt, ich hoffe nur, dass er dann seinen Aufgaben auch nachkommt und sich halt um die Hühner kümmert oder um den Hof generell. Genau. Dass da keine fremden Leute drauf rumsteigen und hier... Naja, ihr wisst schon. Ja, aber ihr könnt gerne mal so in die Kommentare schreiben, wie, ich sag mal, wie eure, oder jetzt eure, mittlerweile eure Erfahrung so mit dem LS22 ist. Wie gesagt, ich habe jetzt echt lange pausiert und ich muss auch erstmal meiner Schande gestehen, ich musste erstmal wieder reinkommen. Ja, das glaube ich. Ist, aber wäre mal interessant, denke ich, ne, René zu erfahren, wie die anderen Leute mittlerweile damit klarkommen. Definitiv. Ich sag mal so, es läuft schon, aber trotz alledem, du hast, finde ich,
das geht vielen so und ich gucke ja auch andere YouTuber an, die LS-Videos zeigen. Was mir da immer noch so auffällt, wenn sie auf einer neuen Map sind oder so, hat man immer noch diese Ruckler drin und so. Na gut, das sind so Kleinigkeiten. Also ich habe auch sehr, sehr lange rumgebastelt an den Einstellungen jetzt. Für meinen Teil bin ich jetzt ganz zufrieden, muss ich sagen. Aber wenn man mit Jahreszeiten spielt, da ist mir aufgefallen, gerade auf der Frühlingsmap, je mehr das Richtung Herbst-Winter geht, die Bäume immer mehr sich einfärben, ja, dann fangen sie auch mal an zu flackern kurz. Oder man hat hier und da mal einen Ruckler drin. Also die Jahreszeiten, denke ich, sind schon im LS22 sehr performancefressend. Aber gut, das war der Mod im 19er ja auch schon. Ne? Ja, das ist wohl wahr. Da der Seasons-Mod. So manches mitgemacht. Also mit dem SIP-Sporter hier muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja nun der Standard-Sporter, bin ich nicht so richtig zufrieden. Mal schmeißt er den Sport weiter links, mal weiter rechts. Also, okay. Es gibt ja zu diesem Porsche-Pack Sporter und Wender dazu. Haben wir uns angeschaut. Holger hat auch gleich gesagt, um Gottes Willen, viel zu groß. Also da ja. Passen die Größenverhältnisse nicht. Nein, leider nicht. Aber der Mähbalken, muss ich sagen, funktioniert einwandfrei. Der ist tipptopp, also muss ich sagen. Also aber wir haben nicht den Porsche Diesel aus dem Pack genommen, weil der ja, den müsste man, wer sich da ein bisschen auskennt damit, mit dem Umschreiben, der müsste noch ein bisschen Feintuning kriegen. Ne? Der hat ja immer ganz schlecht gebremst. Den ich jetzt hier drauf noch gemacht hatte, das ist auch ein Porsche Diesel, aber mit ganz wenig Konfigurationsmöglichkeiten. Gut, braucht man vielleicht auch nicht, aber der hat eine ordentlich gute Fahrphysik. Ne, jetzt hier gerade mit diesem Bucher unterwegs, der ist ja auch nicht gerade der schnellste, ne? Nein, der ist der Weg, das Ziel. Also mit 18 km/h ist schon eine Hausnummer. Und vor allen Dingen, wenn ich so die Schwader angucke, ich weiß nicht, wie fett die sind, aber ich könnte mir vorstellen, ja, das geht eine Weile, das Gras einzufahren. Wir schauen gleich, ich bin gleich da. Weil ich glaube, da gehen ja bloß 2.500 Liter rein oder so in den Ladewagen. Weil da hat es auch noch nichts richtig Schönes gegeben, was alt ist, zum Anhängen im Ladewagen. Ja, es ist eben halt jetzt, wie soll ich sagen, die Herausforderung zu warten, was passiert jetzt noch, was kommt jetzt noch, ne? Es ist eben halt, man hat nicht alles auf einmal, ne? Definitiv nicht. Und ich hatte ja vorhin schon zu dir gesagt, ich hoffe ja inständig, dass auch im 22er die Modder die LS-Mods nicht vergessen, weil ich denke schon, dass eine große Fangemeinde ist, die gerne mit kleinen und auch alten Maschinen spielen. Ist auch immer wieder mit dem Tempomat hier, der stellt sich immer wieder um, also so richtig bin ich noch nicht eins hier mit dem Gerät. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. So. Ja, jedes Mal, wenn ich den wieder starte, entweder rast er los, dann habe ich wahrscheinlich eine Sekunde zu lang auf die Tastenkombination gedrückt. Ich spiele immer noch mit Controller. Ich denke, wird sich auch nichts mehr dran ändern. Also er kommt mit den Schwaden gut klar. Also er macht es mit 10 km/h. Das ist ja ganz schön heftig. Finde ich ein bisschen arg. Gut, ich gehe mal runter. Aber du bist ja relativ weit gekommen. Ganz ehrlich, ich habe vorhin befürchtet, du kommst hier 100 Meter und das war's. Und das Ding also ist voll. Die Wiese war 100% gedüngt, also komplett alles. Ich bin jetzt bei 60% und bei 7000 Litern. Geht dann doch so viel rein? Ich dachte, da geht weniger rein. Mal gucken, also
kriegt ganz gut was rein. Ich bin, also könnte es sein, dass ich die Bahn schaffe bis hinten. Dann wären es ja 10.000 Liter ungefähr, die reinpassen, ne? Jo. Das wäre ja gut. Sagst du gleich. Dann wäre es ja gut. Über 10.000 sogar. Wo steckt denn der das viele Gras hin? Weiß ich auch nicht. Aber egal. Weil das war jetzt schon. Ja? 11.200 gehen rein. Naja, ist doch gar nicht so übel. Na guck mal. Weil das war jetzt schon meine Sorge, dass wir hier nicht die ganze Stunde mit dem Gras, dass wir dann vielleicht das sonst unterbrechen. Aber so hätten wir ja schon fast eine realistische Chance, das doch auch fertig zu kriegen. Wir wollten ja noch zum Dreschen kommen. Ne? Wir wollten eigentlich noch ein bisschen Gerste dreschen, ne? Weil die Hühner, die brauchen auch Futter. Also hast du eine Bahn geschafft. Ungefähr eine Bahn, ja. Das ist doch schön. So, wie sieht denn das aus, wenn ich... So lässt er sich bald besser manövrieren. Tja, und die Map als solches, ne, die läuft super. Bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Am Anfang, wo wir drauf gegangen sind, klar, Shader Cache muss geladen werden. Ja gut, dann also, läuft man so ein bisschen über die Map und dann ist es auch gut. Ne? Dann also ist es gut. Einwandfrei jetzt. Genau, dann ist es gut, genau. Und wir haben sie ja auch auf dem Server liegen. Ne? Im 19er war es ja immer so, dass ich das Spiel gehostet habe. Einfach auch aus Sicherheitsgründen, weil im 19er die letzten Folgen sind wir ja ein paar Mal rausgeflogen, ne? Ja. Und das war dann nicht so schön, zumal der auch dann das automatische Speichern nicht anerkannt hatte und einfach, ja, wir wieder am Anfang standen. Ja, ich glaube, die meiste Zeit mit dem Bucher verbringst du damit, von A nach B zu fahren. Genau. Da ist ja gut, dass er 11.000 Liter nimmt. Oh, bin jetzt bei den Schafen angekommen. Also, das ist schon, dauert ein Weilchen. Doch schon, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Oh, Schafe schon voll. Wow. Na, dann sieht es ja fast so aus, als hätte er ja doch nichts dran geändert, weil die Schafe brauchen ja im 22er wirklich sehr, sehr wenig Futter. Ja gut, wir haben jetzt 20 Stück gerade, ne? Das ja. Ist nicht die Menge, ne? Ja gut, der Rest ist Silo, wir brauchen ja Silage. Genau. Da haben wir ja vorhin auch schon ein Schlepper vorbereitet, haben da noch ein paar Zwillingsreifen draufgezogen. Den werde ich dann, denke ich, auch noch zeigen. Aber wie gesagt, mit dem Silo als solches wollten wir uns heute in der Folge jetzt nicht weiter befassen. Wir wollten einfach ein bisschen Abwechslung bringen. Gras, dreschen. Ja, und halt die Unterhaltungen. Ne? Also das hätte mir alleine, muss ich ganz ehrlich sagen, gefehlt. Und es wäre mir auch sehr schwer gefallen, da eine Stunde alleine rumzuquackern. Und wir können es ja jetzt auch ehrlich sagen. Ne? Ich habe ja bislang, bis du mir gesagt hast, okay, ich würde bei der alten Liebe die Zeit mir irgendwo wegklauen, würde ich wieder mitmachen wollen. Bis dato habe ich ja auch immer gesagt, ich weiß es nicht, was ich mache. Und war auch, ja, drauf und dran zu sagen, okay, dann halt nicht. Weil eben alleine eine Stunde, naja, das geht ziemlich auf die Stimmbänder. Und ja, überhaupt so. Die Stimmung wäre nicht mehr so gewesen. Also deswegen, ich habe ja auch gesagt, also mit den alten Maschinen, das hat ja immer doch echt viel Spaß gemacht. Auch die anderen Projekte haben Spaß gemacht, darum geht es nicht.
Ja, aber das mit den, so mit den alten Maschinchen war doch immer auch, wie gesagt, die freie Unterhaltung, doch immer was anderes. Eben. Und was haben wir nicht alles für Themen gehabt? Hä? Kochrezepte und hast du nicht gesehen? Und das sind so Sachen, die mir jetzt gerade, wo ich das so erzähle, alles so doch mal so, ja, wie kleine Blitze durch den Kopf schießen. Und das ist irgendwo schön gewesen. Und das habe ich auch sehr vermisst. Also ich muss sagen, hier unser Verdichtungsmonster macht gute Arbeit. Siehste? Da hat man ja schon im 19er, ne? Was hat man da? Den Deutz hat man da und der hat ja auch richtig gute Arbeit geleistet. Da fällt mir gerade nebenbei noch ein, was wir auch noch nicht haben, ist ein schöner alter Radlader. Also wenn die Silage fertig ist, die müssen wir dann mit dem Frontlader in den Futtermischer packen. Ja, wer weiß, was noch kommt, ne? Ja. Naja, ich hätte da schon so eine kleine To-Do-Liste. Falls irgendeiner, der schöne Ultimods bauen kann, hier mal reinschaut, also könnt ihr euch gerne melden. Wir hätten da noch ein paar Sachen, die wir brauchen. Ja, so eine Einkaufsliste. Genau. So, naja, gut, die Hälfte von der Wiese habe ich jetzt zusammengeschwattet. Oben und unten müssen wir noch ein bisschen Vorgewände machen. Am Verdichten dauert es aber doch ein bisschen länger, ne? Also 100%, das dauert, bis du zusammen hast. Ja, und das ist aber gerade das, was wichtig ist am Anfang, ne? Dass man am Anfang das Silo mal auf 100% bringt. Umso leichter hat man es dann mit den folgenden Fuhren, die man da reinschmeißt. Ja. So. Aber mittlerweile habe ich das jetzt doch hier mit meinem Tempomaten oder Schrägstrich Handgas hingekriegt. Jetzt fährt er schön mit 8 km/h. Ganz gediegen über der Wiese. Jetzt mal zurück mit 18 km/h. Uiuiui. Also geblitzt werden wir hier nicht. Nee, wollte gerade sagen, muss ich mich ordentlich am Lenker festhalten hier, damit mich der Fahrtwind nicht vom Schlepper haut, oder? Ja, ein bisschen was hat sich ja verändert auf der Map, ne? Die Biogasanlage ist an eine andere Stelle gewandert, ein paar Produktionen hat er mit verbaut. Vielleicht nutzen wir die ja mal in der Zukunft ein bisschen, wir wissen es noch nicht. Ja, mal schauen, ne, wo es hinführt. Aber ich denke schon, dass er so mit und mit so ein bisschen zeigt. Mal zur Mühle ein bisschen Mehl machen lassen, das kann man schon mal mit einbauen, denke ich. Ne? Ansonsten, ich bin jetzt nicht so der Produktionsfan, du eventuell? Nein, nee, nicht unbedingt, aber um es mal zu zeigen vielleicht, weißt du? Ja, eben. Ach so, das haben wir ja auch noch nicht erzählt. Wir spielen jetzt auch ohne Jahreszeiten hier und haben auch die komischen Steine ausgeschalten. Was haben wir noch nicht? Was denn noch? Unkraut hat man, glaube ich, auch ausgemacht, ne? Ja.
Unkraut braucht kein Mensch. Wir wollen ja hier kein Unkraut zeigen, wir wollen ja hier die Maschine ein bisschen zeigen. Eben. Wobei, auch hier muss man wieder sagen, zu dem Porsche Pack ist sogar eine kleine Giftspritze dabei. Ne? Also der das Pack gemacht hat, muss ich ganz ehrlich auch sagen, fällt jetzt der Name von dem Modder nicht ein, der hat ganze Arbeit geleistet. Auch als ich es auf dem Server gemacht hat, das Ding schmeißt nicht einen Fehler in der Lok. Es ist wirklich ganz, ganz saubere Arbeit. Ja, was wir, denke ich, noch brauchen, bei mir ja nicht so das Problem, aber ich denke, bei dir wird das irgendwo das Problem sein. Ja, Gartenschlauch. Ja, im Moment gibt es noch keinen Gartenschlauch, gibt bloß den Standardkärcher. Ja, oder wir müssen sie halt im Regen draußen stehen lassen. Aber das wäre auch nicht gut für die alten Schätzchen. Nee. So, da oben kommt er an hier mit dem Bucher. Das Ding funktioniert echt gut. Mhm. Sehr schön. So, jetzt habe ich natürlich zu dir rüber geguckt und bin hier komplett aus der Spur gefahren. Ja, wie gesagt, mit dem Schwader hier, das ist noch nicht ganz so meins, aber vielleicht kommt ja was. Und ich denke auch, das wird wie im 19er sein, Holger. Die Community, die wird uns versorgen und wenn einer was weiß, der wird uns das schon mitteilen. Ja, wäre ganz, ganz lieb von euch, wenn ihr da irgendwas wisst, was wir nicht wissen. Oder wo wir suchen können, ne? Genau. Ihr müsst uns ja nicht auf dem Silbertablett präsentieren. Nehmen wir zwar auch gerne an, aber ein Tipp auf welcher Seite oder so, das ist schon ausreichend. Diese ist ja nicht ganz gerade von der Kante. Ich würde jetzt sagen, ich fahre jetzt hier runter. Dann leer nochmal hoch, mache oben die kleine Ecke und dann hätten wir das doch schon fast. Ist mit Spaten dann fertig? Ja, im Groben. Oben und unten habe ich noch nicht gemacht. Aber ich habe mir einfach überlegt, wenn ich dann hier durch bin, dann werden wir vielleicht doch zum Dreschen gehen, oder? Was meinst du? Ja, würde ich auch sagen. Weil das mit dem Abfahren hier, das sind doch schon noch ein paar Bahnen und wie gesagt, bei dir ist ja der Weg das Ziel mit dem Ding. Richtig. Und ich bin jetzt auch schon eine halbe Stunde hier mit dem Wender unterwegs. Oder Bandreschen heißt er ja ganz genau. Fällt mir jetzt gerade ein. Jetzt kann ich ja meine Frage wieder stellen. Holger, wie war denn deine Woche? Das ist so wahr, genau. Du kannst jetzt wieder stellen, ja, wie war meine Woche? LS-reich kann ich ja nicht sagen. Das, Nee, das würde dir jetzt wahrscheinlich niemand abkaufen. Nee, entspannt. Also ich sag mal entspannt. Es ist LS-reich, das ist so eine Sache. Ne? Das ist bei mir, wie gesagt, zeitlich ja momentan nicht so, weil ich einen Besuch hier habe. Und ja, man muss halt Opa sein. Ja? Man ist es gern. Man ist es gerne. Und ja, bin auch froh, dass ich meine Tochter hier habe. Und ja, und bei dir? Ja, ne, auch. Ja, LS-reich, ich mache ja doch das Einzelprojekt, aber jetzt auch nicht so viel. Wenn ich mal einen Tag Zeit habe und auch
Lust dazu, dann nehme ich mal 2 Folgen oder 3 auf und dann mal eine Woche gar nichts. Habe auch noch, wie gesagt, andere Baustellen da, die nach wie vor noch sind. Einige sind weg. Es sind zum Glück keine neuen dazugekommen. Also ich bin jetzt wieder doch relativ entspannt. Also ich bin noch nicht wieder der Alte, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber so im Großen und Ganzen passt schon. Ich habe auf jeden Fall wieder Lust am LS. Hatte ich eine Weile auch nicht. Kopf voll einfach. Aber mittlerweile passt das wieder. Und ja, bei dir ja auch, ne? Genau. Denn du hast ja auch mal direkt gesagt, ja, LS hat dich gar nicht mehr so inspiriert. So. Ne, irgendwie war, ja, wie soll ich sagen, irgendwie war mal der, ja, ich hatte eine Phase da, war alles egal, also jetzt im 22er, alles hat nur geruckelt und vor dem Patch ging so gut wie gar nichts und es lief nichts, da konntest du einstellen, was du wolltest und wir hatten ja dort so unsere Schwierigkeiten, auch mit dem Server, du kamst zum Beispiel auf den Server, ich nicht. Ja, so, das, obwohl wir die gleichen Mods hatten, das waren so viele nachher, wo ich nachher sage, was ist aus dem LS geworden? Ja, das ist, ich meine, jeder LS hatte bis jetzt immer so seine Schwierigkeiten am Anfang, aber im 22er fand ich, das war wirklich extrem. Das ist richtig. Jetzt läuft's, ja, das ist richtig, aber es musste erst wieder ein Patch kommen, damit's läuft. Und wie gesagt, was mich dann wirklich noch mehr geärgert hat, war, okay, für die Amerika-Freunde und die Leute, die eben halt Vierfach-Maps spielen, war der Mod-Hub sehr gut. Aber wenn man jetzt so mit kleineren Geräten arbeiten wollte, da war es gut gar nicht. Da muss ich dir auch beipflichten. Also ich hatte auch so eine Phase, ja, die Standard-Maps, die haben mich überhaupt nicht mehr getoucht. Also, ja, und dann kam auch an Karten jetzt nicht so viel Neues noch. Deswegen bin ich dann wirklich heilfroh gewesen, als ich die Frühling gefunden habe. Dann kurz danach jetzt die Krebach noch dazu gekommen ist. Also, das macht dann schon Spaß, weil eben hier du mit kleinem Gerät arbeiten musst. Nicht höher, schneller, weiter hier. Riesenmaschinen und das ist das, was mich auch im Moment ein bisschen anstinkt im Mod-Hub. Es kommt eigentlich nur großes Zeug. Und übrigens, gestern sind die Lichtschwerter wieder erschienen. Ja, ganz wichtig. Nee, ich habe eigentlich war durch soweit. Ja, und dann, wie gesagt, es kam dann auch dazu, die Ideen waren nicht mehr da. Ne? Man hatte den Kopf einfach mit anderen privaten Dingen voll, dass man keinen klaren Kopf mehr hat für Ideen irgendwo geschichtlich. Da war irgendwo ein Punkt erreicht, wo man sagte, man hat. Weil im Endeffekt ist es ja so, man, ich meine, viele von euch wissen es, viele vielleicht auch nicht, man investiert doch sehr, sehr viel Zeit in den LS. Ja, guck mal, wir hatten jetzt 4 Tage Aufnahme in der Woche. Ne, Moment, 4. Oder? Doch, wir hatten 4. Ne, 3. Jetzt bin ich falsch. Ne? Ja. Ja, ist ja auch egal. Aber es waren immer diese festen Termine, die einem dann auch immer gezwungen haben. Und dann kamen eben bei jedem von uns doch noch private Dinge dazu, die natürlich vorne dran stehen, logischerweise. Ja, und dann war das eigentlich auch... Ja, war das dann schwer, ne, mit den Terminen da und auch frische Ideen noch dann dazu zu haben. Jetzt es waren ja nicht nur die festen Termine, ne, wenn man die anderen Tage hat man ja meistens damit verbracht, sage ich, irgendwelche Vorbereitungen zu machen oder Ideen zu sammeln für die Geschichte, wie kann es weitergehen, wie geht was weiter, wie kann man es machen. Man hat eigentlich jeden Abend hat man am Rechner gesessen und irgendwas gemacht. Ja, irgendwann ist es einfach, dann kommt man an den Punkt, wo man sagt, oh, das geht einfach nicht mehr. Ja, und wenn man dann merkt, dass es familiär, also familiär jetzt so nicht so ganz passt, ne, mehr von der Zeit her, und man macht sich dann selber Druck, ja, das bringt alles überhaupt nichts. So, ich mache jetzt einen Wagen, mache ich noch voll und dann kannst du ja schon. Genau.
einen Drescher rüberfahren. Richtig. Ich wollte jetzt gerade sagen, siehst du noch was durch die Scheibe? Nee, ehrlich gesagt, ich bin ja ein Mensch, ich fahre ja ungern aus Perspektive, aber ich muss es jetzt leider, weil ich nichts mehr sehe. Ja, das sieht schon ein bisschen seltsam aus, wie der schmutzig wird, ne? Ja, also es ist, es geht leider nicht mehr, ich sehe von innen nichts mehr. Juhu, ich darf einen Kärcher stellen, denke ich. Ja. Aber nur für die Frontscheibe zu säubern. Ach so, bloß für die Frontscheibe, okay. Ja, damit ich wieder was sehen kann. Ja, also das hat man im 19 auch, dass manche Mods, wenn du den Schmutz eingestellt hattest, da doch relativ fix nichts mehr sehen konntest. Das war ja auf, ja, doch meistens mit dem L60 so, ne? Weil du es jetzt gerade sagst, ich habe jetzt mal geschaut, also der Porsche, da sind maximal die Reifen ein bisschen mit Erde behaftet, der wird überhaupt nicht schmutzig bis jetzt. Ja, da kommt es eben drauf an, wie der Modder das eingestellt hat. Und auch der Bandrechen hier, das kannst du auch vergessen, da sind ja nicht mehr die Räder ein bisschen braun oder grün. Und wir haben aber, glaube ich, diese beiden Schmutzmods hier, Real Dirt Color und Dirt Fix drauf, dachte ich. Ja, doch, die sind drauf. Aber die beeinflussen ja nicht, wie stark es beschmutzt wird, sondern wie es beschmutzt wird. Fällt jetzt gerade was ein hier. Ich werde doch nicht erst mit dem Schlepper runterfahren. Da muss ich ja wieder hochlaufen, um Gottes Willen. Im 19er hat man ja wenigstens noch ein Fahrrad. Gibt's im 22er auch. Ich weiß. Hat's aber noch nicht bis zu uns hierher geschafft, das Fahrrad. Nee. Nee, ich stelle einfach jetzt den Trecker oben beim Schlepper hin, weil sonst verbringen wir wieder viel Zeit mit über die Karte zu laufen oder über den Hof zu laufen und der ist ja nicht kleiner geworden. Gott sei Dank. Jo. Das war ja das, was uns im 19er so an dem Hof gefallen hat, dass er eben halt so weitläufig ist, ne? Genau. So, ja, und da kann man uns ja gleich was zeigen. Eine doch recht alte Presse haben wir gefunden. Dazu ein Anhänger mit Autolot, ja. Aber die Kombi habe ich ausprobiert, die funktioniert recht gut. Und Drescher hier, ja, da ist mir der über den Weg gelaufen. Das ist ein Tscheche, der Modder. Aber das Ding finde ich richtig cool. Ihr werdet es nachher gleich sehen. So, jetzt muss ich aber trotzdem mal auf die Map gucken. Wie komme ich denn jetzt hier hinten auf den kürzesten Weg? Wir wollen ja jetzt zu Feld 8, ne? Gastria. Genau, so komme ich denn hier oben raus aus dem Hof? Ja, du kommst beim Kuhstall links raus. Ach ja, stimmt, da vorne war ein Tor. Und den Anhänger hatte ich, glaube ich, unterhalb gestellt. Zum Hof hin. Ja, ich muss jetzt erstmal rausfahren, Schneidwerk ankoppeln. Mit dem alten abgeranzten Ding hier bist du ja nicht der Schnellste. Nö. Okay. Aber den finde ich richtig geil. Und ich denke, der ist doch legitim, oder? Für einen Anfang? Definitiv. Weil es alt. So, jetzt müssen wir sehen, dass wir hier rauskommen, ohne das Schneidwerk abzuräumen. Gut, das hat geklappt. Müssen wir ein bisschen über die Wiese fahren. Ja, der hatte ich es ja schon erzählt, ne? Als ich hier mit den Mods am Suchen war. Ich hatte ein Bison-Pack gefunden, da konntest du auch wunderschön viel konfigurieren. Ich weiß nicht, wie viele Config-Blöcke das waren. Mach das Ding drauf, kaufe den. Hab den probieren wollen, genau, wollte den einschalten, Spielabsturz. So, wieder neu gestartet, wieder angefangen. Da war das Spiel nicht abgestürzt, da war ich unter der Map. Und. Und da habe ich dann gesagt, wisst ihr was, Freunde? Ist einfach gut. Der Mod wird's nicht. Und das, obwohl der Fortschritt hier auch jede Menge Fehler schmeißt. Ne? Holger, hast du zufällig mal auf den Server reingeguckt in die Log-Datei? Ja gut, er schmeißt Fehler, aber er funktioniert top. Ja, ja. Man weiß jetzt nicht, was mal passiert in Zusammenarbeit oder im Zusammenhang mit anderen Mods. Ne? Wir werden ja sicherlich noch mehr dazukommen.
Ich war schon erschrocken. 14 Fehler oder was der hat, das sind zwar alles nichts Ernstes, aber wir schauen mal. Wir sind guter Hoffnung. Genau. So, jetzt wollte ich mal gucken. Der Drescher. Nee, wie war denn das mit Aufklappen? Jetzt muss ich bloß mal probieren. Das ist klar. Denn der hatte noch... Wie war denn das jetzt? Jetzt muss ich mal den F1-Helfer anmachen. Man konnte nämlich an der Seite hier noch alles aufklappen. Aber wie? Mit Controller. Ich krieg's gerade nicht hin. Naja. War ja wieder mal klar. Abdeckung öffnen. Steht doch hier. Das ist Rohr ausklappen. Hier, jetzt haben wir's. Oh. Und seht ihr das? Da sind die ganzen Keilriemen und Keilriemen auch animiert. Also ich finde das Ding schön. Richtig schön. So. Und wenn wir den jetzt anschmeißen, da klappert auch hier die Bleche hier vorne, die Abdeckbleche am Schneidwerk. Es ist einfach nur. Der Schüttler ist animiert, also richtig gut. So, aber wir wollen Strohablage anschalten, genau. Wir machen auch Vorgewände mit Stroh, Holger. Wir können eigentlich erstmal jeden Halm Stroh gebrauchen. Genau. Wäre definitiv gut, weil, wie gesagt, im Moment haben wir noch gar nichts und fangen ja von null an. Ruhig Vorgewände mitmachen. Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 7 km/h. Das finde ich auch noch richtig schön. Weil das ist eigentlich nicht so weit weg von der Realität. Richtig. So, jetzt habe ich wenigstens ein Dach über dem Kopf. Holen wir keinen Sonnenbrand mehr auf den Schädel. Ich habe die Wintermütze mal auf, damit kann nichts passieren. Ja gut, aber wenn die nicht zu dick ist, geht's. Ansonsten, wenn es warm ist, mag ich keine Mütze auf den Kopf. Nur weil es cool aussieht, das wollen ja, weil ich damit sage, manche Leute, da kenne ich mich zerschießen, wenn du so junge Leute siehst, die dann im Sommer da mit einer Mütze rumlaufen, weil es halt cool ist, ne? Ja, und die würden auch mit den Haaren Probleme kriegen, sehr schnell. Das werden wir irgendwann merken. Das sah wirklich schnell lichter werden. Ja, das habe ich ja auch selber gespürt. Also seit ich beim Grundwehrdienst war, bin ich der Meinung, ging das bei mir dann schon langsam los mit dem dünner werden der Haare, aber einfach weil du ja auch ganzen Tag was auf dem Kopf hast. Ob Stahlhelm, Barett oder hast du nicht gesehen, ne? Ich weiß genau es nicht. Aus. Und bei mir war es noch extremer, aber bei mir war es ja so, dass ich habe halt der ganze Mann gelernt, wissen ja viele, und ich habe bei den ersten Sonnenstrahlen immer das Hemd ausgehabt. Ich war immer braun gebrannt. Und bei der Bundeswehrzeit war man eben halt immer Anzugspflicht hier, da, da. Da stellt sich der Körper auch um und seitdem kriege ich auch Sonnenbrand. Das habe ich vorher auch nie gekannt. Ach so? Ja. Weil der Körper, der gewöhnt sich so um. Kann man nicht meinen. Mhm. Also mit der Haare ist lichter geworden dadurch, ja, auch. Und wie gesagt, mit dem Sonnenbrand habe ich zu kämpfen seitdem. Ah! Was ist los? Sorry. Naja, ich bin jetzt gerade mal, der Drescher war voll und
bin ja, ich komm. Am Kabel hängen geblieben vom Headset. Deswegen wird es jetzt auch, denke ich mal, einen kleinen Knall gegeben haben im Mikro. Also nicht erschrecken. Ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Was, du kommst her? Alles klar. Ich komme mit dem guten Mammut zu dir. Mammut, siehst du, hast du schon wieder was verraten, aber schon wieder was Neues, ne? Genau, wir haben ja gesagt, so nach und nach zeigt man die ganzen Gerätschaften. Ja, sorry für den Knall, aber naja, das ist alles ein bisschen aufregend. Ich bin echt heute ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich auch wirklich so freue, dass ich mit dem Holger hier weitermachen kann. Deswegen, ich muss bedeutend ruhiger werden. Ich freue mich auch, aber ich bin irgendwie ruhiger wie du, ne? Habe ich so festgestellt. Ja, ich weiß schon, Du musst drin sitzen bleiben, glaube ich, sonst kann ich nicht abpumpen. Was? Ja. Wieso denn das? Motor habe ich doch an. Ah nee. Doch, geht. Geht. Nee, ich will doch mal hier das schöne Schätzchen zeigen. Also das Eicherpack ist auch wieder tipptopp geworden, ne? Im 22er. Ja. Sehr schön, ja. Auch der Startsound wie im 19er hier. So schön jeder Zylinder einzeln so zum Leben erweckt. Nee, sehr schön gemacht wieder. So, Anhänger voll oder Drescher leer? Nee, Drescher leer. Okay. Naja, aber da kommt da doch ganz schön was zusammen hier. Das war jetzt eine lange Bahn, eine kurze und ein Stück von der nächsten. Ja, gute Pflege, ne? Mhm. So, aber das mal testen. Was willst du testen jetzt? Presse. Also gleichzeitig. Ach so. Also ich habe sie mit Heuballen im Vorfeld getestet. Das hat tipptopp geklappt. Baum hinter uns? Nee. Gut. Die Schwale sind etwas dick. Ja gut, das können wir jetzt leider nicht beeinflussen, aber das stimmt. Wenn ich von hinten schaue, die sind sehr breit. Aber es ist nicht schlimm. Lässt da was liegen oder? Ja, ja, ein Streifen ist. Aber da kann man ja nochmal drüber fahren. Das wird nicht das Problem. Ja, vielleicht könnte man die auch nochmal zusammenschwarten. Das wäre ja auch nicht das Thema. So, wie viel habe ich denn jetzt drin? 80%. Werde ich nicht nochmal durchkommen. Ich würde dir mal entgegenfahren, Holger, also wieder gegen Uhrzeigersinn und nochmal abtanken. Ja. Bis, dass du mir vielleicht da noch kurz eine Sekunde gibst. Und dann würde ich mal mich durch die Mitte durchquälen. Was mir auffällt bei dem Drescher, das Lenkrad ist verdreht montiert. Das Fortschritt-Logo steht auf dem Kopf. Oder, nee, um 90 Grad verdreht, so rum. Aber ansonsten ist auch alles hier mit den Hebelchen und so animiert. Das ist eine feine Sache. Und die
Presse funktioniert noch einwandfrei. Sollen wir mal tauschen? Wolltest du mal. Können wir dann auch gleich mal machen, genau. Müssen wir hier abtanken, das Ding. Musst du eben halt, wie gesagt, zweimal eine Runde fahren, damit du den Schwatt komplett wegkriegst. Hm. Wo bist du? Ach, hier bist du schon. Aber sonst, ja. Einwandfrei. So animationstechnisch, ne, mit dem. Das passt schon. Schön. Sehr schön. Okay, dann drehe ich mal eine Runde. Ja. Wie hast du es jetzt liegen lassen? Hast innen. Also bist du an der linken Kante gefahren, sehe ich gerade. Genau, an der linken Kante lang. Dann bleibt ein schmaler Streifen liegen, aber. Kann ich mich aber daran erinnern, dass selbst zu DDR-Zeiten, wenn manchmal das Getreide auch nicht so gut stand, sag ich mal, es ein trockenes Jahr war, dass die da auch die Schwarte, ja, die Strohschwarte zusammengeschwartet haben und aus zwei in ein. Ich, das wäre dann mal zu testen, ob der Pickup das von der Presse dann überhaupt noch nimmt. Ne? Die Frage. Das wäre die Frage, genau. Nee, das funktioniert sonst tipptopp, das Gerät hier, ne? Sehr schön. So. Ja, mit rückwärts schieben ist schlecht. Haben wir hier Platz? Hier können wir drehen. Mit der Bremse hat er noch ein bisschen Probleme, der Eicher. Ja, ein bisschen Gefühl dran gehen. Ja. So, dann werde ich jetzt gleich hier noch deinen Reststreifen mit aufnehmen. Oh, kannst du es ja einlenken, darfst du auch nicht. Das mag er nicht. Ja, weil der seitlich läuft, ne? Ja, eben. Und dann bleibt der hinten an dem Anhänger hängen mit dem, ja, wie nennt man das nur hier, mit dieser Ballenrutsche. Ich denke, das ist sogar das richtige Wort. Ja gut, das haben wir heute ja, ne, zum Einstieg ja nicht unbedingt ein Thema gefunden zum Quatschen. So, ne, vielleicht gibt es ja bei der Community irgendwie, sag ich mal, so Themen, die vielleicht interessieren, wo man vielleicht mal drüber reden könnte. So auch vielleicht mal so als Anschubser vielleicht für uns. Genau. Ja, wir haben jetzt heute nichts zwar, aber ja gut, wir haben ja ein bisschen was zu erzählen gehabt. Und ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ne? Wir müssen uns auch wieder einarbeiten. Sehe es mal so. Richtig. Man fängt ja quasi wieder von null an nach dieser langen Zeit doch. Das ist so. Gefühlt war es eine verdammt lange Zeit, muss ich echt sagen. Ne? Na gut. Aber ich habe immer gesagt, wir geben jedem die Zeit, die er braucht. Genau so ist es. Und wir können, oder du, wie gesagt, kannst echt stolz sein, so eine Community zu haben. Das ist echt top. Die haben das genauso gesagt. Wenn du die Zeit brauchst. Das bin ich auch. Bin ich ganz sehr stolz drauf und dankbar. Muss ich immer wieder sagen, wie die Leute doch
alle Verständnis auch für meine Situation war und hatten und haben auch noch. Nee, wirklich. Tipptopp, Leute. Gibt's für alle von euch mal einen Daumen von uns. Nach oben natürlich. Richtig. Das sind quasi zwei Schwade. Wenn du kannst ruhig den Streifen ja ein bisschen kleiner machen, den du bei der ersten Fuhre nimmst, dann ist es halt wie nochmal optisch derselbe Schwad fast. Wichtig ist, dass wir unser Stroh gepresst haben. Was natürlich noch spannend wird, Holger, wissen wir ja beide noch nicht. Nimmt dieses Multifrucht-Silo auch Ballen an? Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ne? Weil wir haben ja natürlich jetzt hier, wir haben zwar den Heuboden über dem Kuhstall, das ist richtig, aber wir haben kein Förderband. Das heißt, alle da hochbuckeln mit der Hand. Gucken wir mal. Ja, und dann ist ja die Frage, weil wir ja doch die Mischration herstellen wollen, weil es ja gegeben ist auf dem Hof, weiß ich gar nicht, ob da auch Ballen genommen werden. Ja, das ist ein sehr guter Ansatz, Holger. Das ist auch eine Sache, die wir noch gar nicht wissen. Ne? Ob ein loses Stroh nur reingeht oder ob, wie gesagt, auch Ballen genommen werden. Das ist alles noch zu fragen. Also da sind noch viele Dinge offen, die wir da klären müssen. Aber ist auch spannend irgendwo, ne? Richtig. So, was nehme ich denn jetzt für eine Seite? Ich nehme jetzt hier mal den mittleren Schrott. Setz mal nicht neu an. Ich denke mal, du wirst den Anhänger erst wegfahren können. Okay. Aber dass du drehen kannst, ich würde mal noch ein paar Meter runterfahren. Dann hänge ich die Presse ab, so dass du oben auch drehen kannst, weißt du? Ja, nee, ist nicht voll. So, aber irgendwie qualmt es auch sehr, sehr dunkel aus der Presse, hat es gerade rausgequalmt. Ich hoffe, wir haben kein Feuer da. Ja, das wär's noch. So, jetzt fängt er. Jetzt fängt der Ballenwagen an zu wandern, wenn ich abkopple. Uiuiui, ich hau am besten ab. Naja, ich denke, das Problem haben sie generell noch nicht so richtig in den Griff gekriegt, Giants. Ne? Jetzt sind da nur wieder einige Ballen auf dem Anhänger. Ich bin mal eben gelaufen, ich hole mal den zweiten Anhänger eben. Ich bring den weg hier. Du kannst ja gucken, kannst ja bei den Hühnern noch was reinkippen, wenn du willst. Kann ich machen, oder? Silo? Kann man auch machen. Du hattest ja einen Anhänger vorhin reingekippt. Genau. Oh, das muss reichen. Ja, Anhänger haben wir jetzt auch erstmal hier. Sind wahrscheinlich russische Modelle, ne? Oh gut, aber es sind Anhänger. Aber es ist ein Anhänger und er passt von der Größe her, ne? Wir hatten ja noch diesen HW60 war es, glaube ich, probiert. Oder war es ein 80er schon mit diesen Holzbordwänden? Also der sah ja riesig aus neben dem doch kleinen Traktor. Das hätte nicht gepasst, ne? Vorsicht, hier steht ein Schneidwerkswagen rum. Sieh schon. So, und da kommt der Holger mit dem nächsten Eicher. Da haben wir doch schon viele gezeigt heute von unseren Schleppern hier. Ja.
denke mal, den Rest zeigen wir das nächste Mal. Das denke ich auch. Wir wollen ja nicht unser ganzes Pulver schon verschießen. Weil wir haben ja eigentlich schon wieder mehr Schlepper, als was wir jemals fahren können, ne? Aber ich muss sagen, wir haben hier auf der Map echt das Problem mit den Unterstellmöglichkeiten. Das stimmt, das ist ein bisschen knapp. Aber man könnte oben beim Kuhstall oder so, oder auch selbst beim Schweinestall, da ist ja noch ein bisschen Platz, denke ich, da könnte man noch das eine oder andere Gebäude vielleicht mal platzieren, wenn wir mal ein schönes finden, was so alt ist und dazu passt. So, Kippseite. Ah, der funzt doch wunderbar, der Anhänger. Gut, die Schluffen sind ein bisschen breit, ne? Ja, aber du kriegst da keine schmaleren, ne? Nee, nee. Aber naja, das ist da alles schon wieder Jammern auf hohem Niveau. So. Setzen wir uns mal rein in das Ding. Also auch von der Vorphysik her ist der wunderschön, der Eiche. Ja, das ganze Pack ist schön. Ja. Wo wir ja beide so ein bisschen noch nicht so angetan waren, war von dem Lanz-Pack, ne? Ja, ist der Sound irgendwie, der kribbelt nicht so. Gar nicht. Also das war im 19er, fand ich, war der Lanz perfekt. Den Anhänger jetzt hier reinstellen. Warte mal, ich stelle den da. Ah, nee, das ist blöd. Ich muss ja hier nochmal mit der Presse durch. Was steht da im Weg? Ich stelle ihn da oben vor Kopf hin. Ich werde jetzt hier rumdrehen und gut. Da oben am Ende muss ich eher bunkern, deswegen. Kannst du da irgendwo postieren? Machen wir. Ich hoffe, oh ja, doch, kommst du vorbei an dem Ballenanhänger hier, ne? Weil der ist ein bisschen weggedriftet. Ja, passt schon. Ja, der wandert eben halt gerne. So, ich stell den mal hier oben, weil du musst mit der Presse auch viel Platz behalten zum Drehen. Der ist eingeknickt. Ja, aber dafür sonst funktioniert er ja einwandfrei. Ne? Ja, ja. Wie gesagt, ich will ja auch nicht meckern, um Gottes Willen. Ich denke auch nicht, dass es an dem Anhänger unbedingt liegt. Vielleicht. Ich denke eher, das ist das Problem mit den vielen Ballen, ne? Ja. Auf einem Fleck. Also die Presse hier, da kommt richtig blauer Rauch raus. Ich denke, die geht uns irgendwann in Flammen auf hier. Das wäre eine super Animation. Das wär's. Die Presse abbrennt. Ja, aber es sieht wirklich recht krass aus. Feuer wäre noch besorgen. Du musst doch mal bei dem Drescher gucken, der hat auch, der schmeißt zum Auspuff mehr Öl raus wie normale Dieselabgase. Ein bisschen hellblau, ne? Ja. Ich denke mal,
Die Ölabstreifringe, die sind auch nicht mehr die besten da. So. Du musst jetzt mal gucken, du kommst mir entgegen. Das hinter der Presse. Dunkelblau. Da sehe ich das bloß in meiner Perspektive so krass. Sieht richtig wie als wenn was brennt aus, was heiß gelaufen ist. Echt jetzt? Ja, das sieht komisch aus. Ja. Das Ding qualmt und stinkt. Also Feuerlöscher an Bord, besser? Natürlich nicht. Ein Bier habe ich an Bord, ja. Also Bier löschen wäre ein bisschen schlecht. Das wäre schade drum. Damit lösche ich maximal meinen Durst. So, jetzt bin ich hier ein bisschen zickzack vorne, wo der Anhänger gewandert ist. So. Ich denke, ihr habt es doch ganz sauber aufgenommen noch. Das passt. Der eine Anhänger steht hier unten, der andere oben. Passt das eine Bahn ab? Läuft, ne? Ja. Funktioniert. Oder wieder bei Hannibal Smith werden. Haben wir uns jetzt den Namen gemerkt? Das ist ja verrückt. Ja, gut, weil wir jetzt das Thema vielleicht nicht haben. Wenn wir das Thema dann vielleicht wieder haben, dann weiß ich nicht. Das ist richtig. Dann ist er wieder weg. Aber weil du jetzt gerade sagtest, was läuft, weißt du, was auch noch läuft? Die Zeit läuft uns davon. Wir haben jetzt 10.24 Uhr. Auch da hat sich leider nichts dran geändert. Oh Gott, ich muss wieder so gemein sein und sagen, so langsam sollten wir mal zum Ende kommen. Wir haben gut über eine Stunde gemacht schon. Man merkt es gar nicht, ne? Zehner Leute, so geht das. Kaum wieder die erste Folge und schon wieder Zeit. Naja, ich weiß schon. Naja. Aber wir wollen ja noch viele weitere Folgen machen. Und wenn wir jetzt hier alles durchziehen, haben wir am Ende keine Arbeit. Nee, ist auch Quatsch. Arbeit geht uns, glaube ich, hier nie aus. Das glaube ich auch. Ich würde jetzt hier noch die halbe Bahn zu Ende fahren. Ich komme jetzt hoch zu dir und dann denke ich, es geht ja auch auf 11 zu auf der Karte, da wäre ja das 11er Bier dran. Ja, da hätten wir aber noch 30 Minuten. Da habe ich jetzt drauf gewartet. Genau. Und wir hätten heute sogar noch Bier, weil wir haben keinen Siggi, der es uns wegsäuft. Ja gut, ich war noch nicht am Hof, ich weiß nicht, aber der Hund findet das Bier. Nee, der Hund nimmt kein Bier. Obwohl unser Berner Senn damals ja doch Bier getrunken hat. Gut fürs Fell, in Eier. Ach so? Also jetzt nicht die ganze Kiste, aber so zwischendurch mal so ein Stück Bier. Das wär's noch, ne? Ich selber trinke kein Bier, aber mein Hund, der säuft eine Kiste in der Woche. Weil es gut fürs Fell ist. Ja. Da würde auch jeder zu dir sagen, ja, ja, gut fürs Fell, erzähl mal noch einen. Ja. So, halt an. Oh, aber ich kann Entwarnung geben, also noch ist kein Feuer hier zu sehen. Gut. Naja. Aber ist da wirklich, musst du dir dann mal ein Video angucken, wenn du so von hinten mit der Kamera drauf, das sah wirklich so blau-schwarz aus, wie so, was weiß ich, heiß gelaufenes Lager oder so. Naja. Aber der Anhänger ist schon gut gefüllt hier, ne? Aber jetzt wandert der nicht, ne? Weil du bestimmt einen Schlepper davor hängen hast. Wenn du den jetzt ab.
dann fängt er bestimmt an. Genau. Wenn du den so stehen lässt, passiert nichts. Komisch. Naja, was da ist. Tja. So, liebe Leute, also, es war sehr, sehr schön, auch wenn ich ein bisschen aufgeregt war und immer noch bin. Aber ich freue mich halt einfach, dass Holger wieder mit an Bord ist, dass wir hier auf der 22er Krebach weitermachen. Ja, und eigentlich fast alles ist, wie es war, ne? Bisschen andere Technik, aber ansonsten. Oder? Ja, es hat sich nichts verändert. Die Stunde ist schnell rum, ja. Die Stunde ist, ja, genau. Wie gesagt, ein paar Sachen haben sich geändert. Sigi gibt's noch. Sigi trinkt kein Bier mehr. Sigi hat 4 Beine jetzt. Mhm. Ja, ansonsten, ja, und die Arbeit wird uns auch nicht ausgehen hier. Nö, nee, Neustart ist viel Arbeit da, ne? Das ist so. Jetzt müssen wir erstmal die Tiere versorgen und den Hof richtig zum Laufen bringen. Also, ja, zu tun ist genug. Guck, wer da kommt. Wer kommt? Der Hund doch nicht etwa. Hinter dir. Jetzt aber er ist da. Leider im Feld ein bisschen verschwunden. Hey! Was machst Sigi? Du? Der zittert. Guck mal. Oh, ja. Ein feiner, ne? Er weiß auch, dass hier Feierabend ist anscheinend für heute. Das ist aber mal cool. Das ist eine. Also ich habe doch nicht auf, dass er bei Fuß laufen soll. Ich habe den doch vorhin zurückgeschickt. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Nee, der ist die ganze Zeit bei Fuß. Ja, guck. Na gut, aber das passt ja wunderschön hier ins Bild rein, ne? Schön, dass du da bist, Sigi. Und ja, ich finde auch jetzt cool, kann man ja auch noch sagen, das ist zum Abschluss, dass man jetzt die Namen ausblenden kann über dem Kopf. Ist für ein Roleplay oder sowas, ist das eine sehr schöne Sache, ne? Ja. Das ist eine Kleinigkeit, aber das, muss ich sagen, gefällt uns. Richtig. Gut, aber ich mache es jetzt relativ kurz. Ich sage einfach vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass es euch wieder Spaß macht, bei der alten Liebe mit dabei zu sein. Uns macht es auf jeden Fall riesig Bock. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Vergesst nicht, Sonntag, Muttertag. Ja. Und ansonsten überlasse ich jetzt das Wort dem Holger. Tschüss. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Ja, die alte Truppe bei der alten Liebe wenigstens wieder zusammen. Lasst ein Like da. Schönes, nettes Kommentar. Aber ich denke, das braucht man nicht sagen. Das kommt automatisch von euch. Dann würde ich sagen, von mir auch ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.